Willkommen zu einem neuen Vlog, Leute. Wir haben gerade mal 12.30 Uhr und gleich geht's für uns nach Dortmund zum Crow-Konzert. Deswegen sehe ich auch schon so ein bisschen fancy aus. Meine Haare hatte ich einfach noch nie so, aber mir gefällt es echt krass. Also sieht echt schön aus, finde ich. Und mein Make-up mit den Glitzersteinen, könnt ihr so besser sehen? Finde ich auch ganz cute. Ich wollte mal ein bisschen was anderes machen. Und ja, ich bin richtig gespannt. Wir gehen ja gleich aufs Crow-Konzert. Ich war noch nie auf ein Konzert. Und ich bin hyped und ich bin gespannt, wie es sein wird. Ich habe Angst, dass es zu voll sein wird. Wir fahren extra schon um 13 Uhr los, dass wir um 14 Uhr da sind. 14.30 Uhr. Dann können wir nochmal 5 Stunden warten, bis es losgeht. Davor habe ich nur ein bisschen Angst, dass ich dadurch irgendwie so voll die schlechte Laune bekomme. Und weil ich ja so ein richtig ungeduldiger Mensch bin. Aber ich hoffe, es klappt alles so, wie ich es mir vorstelle. Ich hoffe einfach, dass wir gut durchkommen und auch nicht hinten stehen. Ich habe da schon viele Videos gesehen, wo also von der Zeitspanne von den Tickets abgeben bis zu vor den Bühnen stehen, soll es ja sehr chaotisch sein mit den Security-Männern. Und ich hoffe, dass es einfach nicht so ein Geschubse sein wird. Und ja, ich hoffe einfach, wir haben eine gute Sicht und dass es schön wird. Die Tickets waren gar nicht so teuer. Die haben, glaube ich, 55 bis 60 Euro gekostet. Also ging unnormal klar. Und ja, die haben wir auch richtig kurzfristig geholt. Das war, glaube ich, Mittwoch. Heute ist jetzt Samstag. Mittwoch haben wir die gekauft. Und ja, ist da sehr kurzfristig. Eigentlich wollte ich gar nicht auf das Konzert, aber da dachte ich mir, komm, man lebt nur einmal, eine Erfahrung mehr, es wird schon cool. Und ja, jetzt freue ich mich auch darauf. Ich gehe mit meiner Mutter und mit einer Freundin von mir. Und ja, ich bin mal echt gespannt, wie das alles ablaufen wird. Ich nehme euch ein bisschen mit. Kann nicht versprechen, dass es sehr viel sein wird, aber ich versuche es und freue mich auf heute. Und ihr fragt euch bestimmt, für was mache ich mich jetzt fertig? Leute, ich gehe auf ein Crow-Konzert und ich bin so aufgeregt und ich hoffe, wir müssen halt nicht so krass lange warten. Wir fahren nämlich um 13 Uhr los, das ist in Dortmund, eine Stunde von uns entfernt. Dann sind wir um 14 Uhr da. Um 16.30 Uhr ist Einlass, also man kann dann da rein. Und um 19 Uhr fängt es aber erst an. Und ich habe gesehen, dass bei ganz vielen Konzerten von Crow, wer ist das denn? Vorbands sind und ich hoffe, dass es bei uns auch so ist und die dann vor 19 Uhr anfangen, weil sonst müssen wir zu lange warten und bei sowas bin ich ganz schlimm. Ich kriege da richtig schnell schlechte Laune. Richtig gespannt, wie das sein wird. Ich habe übrigens hier diese neue Creme geholt und ich muss sagen, dass sie so gut ist. Das ist einer der besten Cremes, die ich jemals hatte. Ich glaube, ich bleibe jetzt auch bei der. Ich kaufe mir die safe nochmal nach. Die gibt es bei der Apotheke oder glaube ich auch bei Douglas. Auch, dass wir nicht weit hinten stehen werden, weil ich und meine Mutter sind ja unter 1,60. Und das wäre dann sehr doof, weil dann würden wir gefühlt gar nichts sehen. Deswegen hoffe ich, dass wir irgendwie nach vorne kommen. Es soll irgendwie zwischendurch auch regnen. Also kunterbunte Sache. Mal gucken, wie es dann am Ende wird. Ja, ich bin mal gespannt, aber ich finde es mit Regen eigentlich gar nicht schlimm, weil das ist dann nochmal so ein anderes Feeling, irgendwie im Regen so zu singen und da zu sein. Also ich finde es jetzt nicht schlecht. Heute habe ich eigentlich nicht viel vorzumachen, weil, seht ihr am Ende, aber ich mache jetzt einfach mal ein bisschen Concealer hier hin. Ich benutze jetzt mein Puder von Fit Me in der Farbe 130. Also 130. Jetzt kommen wir zum Special Part und zwar habe ich so Steinchen. Ich hoffe, ich werde die nicht verkacken. Also entweder mache ich es so, finde ich ganz schön, oder so, finde ich auch ganz schön. So Leute, ich bin jetzt fertig. So sieht das jetzt aus und ich hoffe, ich sehe einigermaßen okay aus. Ich finde, es geht voll fit mit den Steinchen. So, das ist jetzt mein Outfit. Einmal so eine blaue Bluse, die ist sehr
locker und so ein Top einfach, so ein schwarzes Basic Top. Und dazu einfach eine Cargohose. Ich wollte eigentlich erst einen Rock anziehen, dann eine blaue Jeans, dann eine kurze Shorts. Aber nein, es bleibt jetzt so. Finde ich ganz schön. Und mein Make-up, finde ich, peppt das sowieso auf. Meine Haare auch. Deswegen geht so ein Basic Outfit auf jeden Fall klar. Und wir fahren jetzt los. Ich bin sehr gespannt. Und auch ein bisschen aufgeregt. So, ich bin jetzt im Auto. Wir fahren jetzt los. Meine Mutter hat ihre Sonnenbrille vergessen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Und irgendwie auch aufgeregt ein bisschen, weil ich mir nichts drunter vorstellen kann. Aber ja, wir fahren jetzt los. Wir haben 13:10 Uhr. Du heißt easy, aber ist mir egal. Ich nenn dich lieber Speziell in die Luft. Ich hab doch keine Kamera, aber ich wollte euch nochmal ein paar Updates geben. 2 Wochen später, wie das alles abgelaufen ist. Ich weiß nicht mehr alles, aber als wir angekommen sind, also wir sind um 14 Uhr, glaube ich, losgefahren oder 13 Uhr. Ne, 13 Uhr sind wir losgefahren und waren so um 14.30 Uhr oder so ungefähr da. Als wir angekommen sind, haben wir auf jeden Fall einen Parkplatz gesucht. Das ging auf jeden Fall sehr schnell. Und es waren 2 Schlangen, also eine nach rechts, eine nach links und dann halt hoch. Wir haben uns in die linke Schlange angestellt. Und da waren wirklich schon welche, die waren schon, glaube ich, seit, weiß ich nicht, einen Tag früher schon da, um vorne zu sein. Und ich muss sagen, obwohl wir, also der Einlass war um 16.30 Uhr in den Park rein. Und wir waren halt um 14 Uhr da, 14.30 Uhr. Irgendwie, wir haben 2 Stunden gewartet. Dafür waren wir eigentlich relativ weit vorne. Also hinter uns war dann noch, es wurde immer voller. Wir hatten echt Glück. Aber wir später losgefahren sind. Ja, um 16.30 Uhr war dann Einlass. Das war auch alles unkompliziert. Alle halt in einer Reihe und es ging auch relativ schnell voran. Mit den Tickets zeigen. Ich musste zwar mein Deo wegwerfen, aber gut. Dann waren wir halt da drin und dann haben wir auch wirklich so einen guten Platz bekommen. Der war wirklich sehr nah vorne. Wir wollten erstmal in die VIP-Dings rein, aber wurden dann zurückgeschickt, weil wir nicht wussten, dass es für VIP-Leute sind. Aber wir standen direkt hinter den VIP-Leuten. Ja, wir hatten echt richtig, richtig Glück. Und dann waren wir halt auch sehr nah am Crow. Und da mussten wir da nochmal 2 Stunden warten, bis, glaube ich, dann hat es angefangen, 18 Uhr. Ja, 19 Uhr. Und da war halt eine Vorband, und zwar Blumengarten. Die kam ein bisschen zu spät, ich glaube so eine halbe Stunde. Dann sind die aufgetreten und dann mussten, also um 20 Uhr sollte Crow kommen, er kam aber erst um 21 Uhr irgendwas. Also er hatte halt ein bisschen Verspätung, aber es hat sich dann auf jeden Fall sehr gelohnt, weil es war wirklich so schön und es war so ein schönes Erlebnis. Das war ja mein erstes Konzert und ich war mega happy und habe richtig mitgefiebert. Und es war einfach richtig schön, diese, wie er das so alles performt mit den Bühnensachen und so, mit dem Feuerwerk und so. Das war wirklich richtig schön und das war einfach wie ein Traum. Es war einfach richtig schön für mich und ich habe es halt voll genossen. Und ja, am Ende, als wir raus wollten zu unserem Parkplatz, ich glaube, da war so 23 Uhr, 22 Uhr 40 oder so, weiß ich nicht mehr. Irgendwie sowas um den Dreh, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Einfach, weil das Konzert halt Ende war, wollten wir zum Parkplatz und Leute, wirklich, jeder Mensch stande oder saß im Auto und eine bis 1,5 Stunden ist nichts passiert. Kein Auto ist gefahren, es ging nicht voran, wirklich. Wir standen 1 Stunde einfach an einer Stelle. Es hat sich nichts bewegt. Da war auch irgendwie kein Unfall, wir wissen selber nicht, woran es lag. Es war auf jeden Fall sehr anstrengend, weil wir da einfach 1 Stunde lang mitten auf einem Parkplatz waren, mit 1000 anderen Autos, alle, die halt gekommen sind vom Konzert. Und wir dachten halt zuerst, dass das einfach ist, weil jetzt alle losfahren wollen und alle gerade kommen, aber nein, das war wirklich irgendwas anderes, wir wissen aber nicht was. Und ja, dann irgendwann nach 1,5 Stunden sind wir auch mal ein bisschen vorangekommen und sind dann auch gut nach Hause gekommen, irgendwann nachts. Ja, aber es hat sich alles gelohnt, ich bin mega happy und dankbar, dass ich das erleben durfte. Und ja, das war's auch mit dem Video, ich hoffe, euch hat's gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!